Hallo, liebe Volksentscheidsfreunde. Ich verweile gerade in Mecklenburg-Vorpommern, genauer gesagt in Kühlungsborn und Kröpenin. Ich mache gerade hier Urlaub an der schönen Ostsee. In Mecklenburg-Vorpommern steht ein sehr besonderes Ereignis an, denn am 6. September findet ein Volksentscheid statt. Es ist der erste Volksentscheid aufgrund eines Volksbegehrens in Mecklenburg-Vorpommern. Es geht um eine Gebietsgerichtsreform. 2013 hat die rot-schwarze Regierung beschlossen, von den 21 Amtsgerichten 5 zu schließen und 6 in Außenstellen zu verwandeln. Dagegen wendet sich ein Volksbegehren, das von einer Bürgerinitiative Pro Justiz und vom Mecklenburgischen Vorpommerschen Landesverband des Richterbundes initiiert wurde. Das Volksbegehren war erfolgreich und jetzt, am 6. September, findet nun der Volksentscheid über diese Frage statt. Es ist auffällig, dass bisher nur Plakate, die sich gegen Reformen aussprechen, zu sehen sind. Also weder CDU noch SPD plakatieren oder machen groß Werbung für ihre 2013 beschlossene Reform. Wie ist das zu erklären? Ganz einfach, in Mecklenburg-Vorpommern gibt es 2 Erfolgsbedingungen für einen erfolgreichen Volksentscheid. Man muss erstens die Mehrheit der abgegebenen Stimmen haben, das ist ja klar. Zweitens aber auch das Zustimmungsquorum von 33% erfüllen. Das heißt, der Volksentscheid ist nur dann gültig, wenn jeder Dritte aus Mecklenburg-Vorpommern zum Volksentscheid hingeht und mit Ja stimmt. Und nun hoffen natürlich sowohl CDU als auch SPD, dass die Initiative genau an dieser Hürde scheitert. Im Mecklenburgischen Landtag gab es ja einen Versuch einer Reform, dieses Zustimmungsquorum von 33% auf 25% zu senken. Aber SPD und CDU haben gesagt, mit dieser Reform wollen sie erst nach diesem Volksentscheid warten. Man könnte also auch sagen, sie wollten auf Nummer sicher gehen. Tim Weber aus Mecklenburg-Vorpommern.